euch gesehen. Meine lieben Freunde, einmal im Jahr ist es soweit und wir gehen wieder ein bisschen mit der Jugend angeln. Zwei Fans davon sind heute mitgekommen. Eigentlich sollten es 10 bis 12 Kinder werden, aber die sind heute alle nicht da. Dafür unterstützen uns heute Ali und Hadi. Komplett weg. Ja, die hat Biss. Und pass auf, jetzt gleich den Anschlag. Ziehen, ziehen, ziehen und anschlagen. Anschlagen nach oben. Jawohl, da ist er. Siehst du? Hadi. Meine lieben Freunde, einmal im Jahr ist es soweit und wir gehen wieder ein bisschen mit der Jugend angeln. Zwei Fans davon sind heute mitgekommen. Eigentlich sollten es 10 bis 12 Kinder werden, aber die sind heute alle nicht da. Dafür unterstützen uns heute Ali und Hadi. Beide schon an den Montagen dran. Wir sind heute am Ems-Dollard-Fluss unterwegs. Da ist JJ und ja, die Flut kommt gerade. Wir haben vorgesorgt, haben Tauwürmer und Laubwürmer besorgt und wollen jetzt mit der Posenmontage ein paar Aale überlisten. Ob uns das gelingt, das werdet ihr gleich sehen. Jetzt geht's los. Viel Spaß im Video. Leute, dickes Petri-Heil, ne? So, fangt mir die dicken Fische. Die anderen sind schon am Angeln, ne? Meinst du, kommst noch hinterher oder was? Ja. Ja. Ja, das sieht gut aus. Hallo. So, Hadi hat seinen Bügel aufgemacht. Das ist schon mal gut. Dann kann der Fisch so abziehen. Rute ist drin, ne? Da liegt das gute Stück. Was denn? Halben Wurm kannst du auch da wieder reinlegen oder dran machen an deine andere. Ja, ich mache mir glaube ich auch mal eine fertig. Leute, ich mache mir auch eine fertig. Hadi jetzt gerade mit Biss hier zweimal runtergezogen, aber bewegt sich jetzt gerade nicht. Könnte ein Krebs sein. Wir warten jetzt, muss immer so lange warten, bis die richtig abzieht. Jetzt langsam, aber vielleicht hast du Glück. Ja, zack. Ja, kannst hin. Kannst schon mal langsam in die Hand nehmen. Bis unten halten. Da. Dann Fühlung auf. Oh. Schlag an. Anziehen. Ja. Oh, war ein Krebs, glaube ich, oder? Oder hat sich das war ehrlich sehr, sehr. War es ein Krebs oder ein Aal? Ich glaube, das war ein Aal. Schade, schade, schade. Okay. Der hat echt sehr, sehr viel gezogen. Ja, dann war es ein Aal. Cool. Aber gut, das war der erste Biss. Hadi Petri, Alter. Nicht schlecht. Ja, wir müssen den Wurm noch mal eben fertig machen. Seht ihr, der hängt zu viel Gedöns rum. Dann kann er nicht, beißt er nicht in den Haken, sondern in diese... Ja, genau, in das Überstehende. Genau. Deswegen müssen wir den noch mal richtig aufziehen jetzt. Und dann noch mal rein. So, müssen wir einen Platz aussuchen. Meine Route geht auch rein. Hier ist Hadi schon. Oh, das passt noch, oder? Ja, was ist das denn? Achso, das ist Hadi. Hadi. Jo. Hier können wir eine. Also einen schönen Bratal hätte ich wohl Bock drauf, ne? Räucheral auch, ja, Mann. Da ist meine Rute, voll in den Wellen drinne. Lass den Zauber wirken. Hadi hat schon wieder einen guten Biss gehabt. Was? Ja. Hat leider losgelassen, glaube ich. Jetzt zeige ich die Pose, da unten ist sie. Gerade richtig runtergezogen und so losgeballert. Und dann ist sie leider wieder hochgekommen. Aber ist normal, das passiert. Läuft gut, zwei Bisse jetzt gerade angefangen. So ist auch richtig, das kann man auch mal machen. Einfach hinlegen und warten. Kurbeln und dann Anschlag. Siehst du dein Band? Da unten ist es. Jetzt zieh, 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 Anschlag. Ja. Oh, das ist ein Krebs. Zack. Das war ein Krebs. Diesmal war es ein Krebs, aber gerade eben hatten wir einen Aal drin. Das hat man auch gesehen eigentlich. Ja, gut. Alles weggefressen, ja. Nochmal neu aufbauen. Ja, läuft, ne? Läuft sehr gut schon, ne? Ja, macht Spaß. Ja, und an die anderen Kids aus unserer Straße, nächstes Jahr seid ihr dann wieder mit dabei, ne? Ja, da muss jetzt nochmal neu. Auf jeden Fall will ich noch einen hinterher machen.
Hardy legt hier ganz schön gut vor, wa? Nicht schlecht. Anschlagen. Boah, schade, ist ab. Ja, hast du leider ein Alge drin gehabt. Kann auch sein, dass es deswegen so aussah. Oder war es ein Biss? Nee, das war ein Biss. Der ist dazu runtergegangen und dann zur Seite weg. Hardy macht uns hier allen einen vor. Der Uwe zieht uns hier ab. Der zieht uns hier ab, der Boy. Komplett weg. Ja, die hat Biss. Ja, muss erstmal gerade machen wieder da. Bisschen Tüdel hat man wohl mal. Jetzt langsam anziehen. Kannst du noch ein bisschen? Weiter. Und pass auf, jetzt gleich den Anschlag. Ziehen und anschlagen. Anschlagen nach oben. Jawohl, da ist er! Siehst du? Hadi! Hadi ist gesehen! Petri, Hadi, Junge! Geil! Und freust dich? Ja, natürlich! Ja, den werden wir jetzt im Eimer versorgen. Ich zeige euch, wie das geht. Da ist er! Der glückliche Fänger Hadi mit seinem. Ist es dein erster Aal gewesen? Ja. Wunderbar. Dann auf jeden Fall ein dickes Petri-Heil. Auch von der Community. Viel Liebe für Hardy, seinen ersten in der freien Wildbahn gefangenen Aal. Was machst du damit? Braten oder räuchern? Räuchern und dann braten. Räuchern und dann braten. Er dreht völlig durch. Er dreht völlig durch. Weiter geht's. Oh Mann, ey. Wieder nicht gehakt. Kommt. Ja, komm, Zeig, komm, Rat. Ja, ist schön, okay. Guck mal hier. Chillen. Schon cool. Gerade reingemacht mit dem Lachs, ne? Da kommt noch einer. So, wo frei bist du? Guck mal, wer wird das? Ist noch ein Aal ziehen oder was? So ist richtig. Und bei uns? Nix? Ja, du. Ich bin so ganz zufrieden. Ja, ich auch. Mega. Ich freue mich. Ich bin jetzt schon glücklich. Hardy braucht jetzt erst noch einen. Ja. Aber das Hardy jetzt beim ersten Mal, das ist schon mal dicken gut. Dicken Kongas wieder gleich. Im ersten Biss? Oh, war leider Krebs. Aber sah gut aus vom Weiten. Dachte auch erst ein Aal. Hey, jemand kommt, der. Heute ist der Krebsanteil halt so hoch, ne? Du musst für Glück haben, dass der Aal beißt. Ist echt viele gerade. Aber Hardy hat uns ja schon eingezogen. Wir haben wir zusammengefangen alle. Wir sind glücklich. Okay. Aber er zieht kein Band, ne? Also denke ich mal Krebs. Ja, war Krebs. Ja, die sind heute zahlreich da. Heftig, ja. Ja, wir machen weiter. Ein Aal haben wir ja schon. Genau, irgendwann ist wieder einer dazwischen. Wir niemals aufgeben. So ist es. Genau so. Oder wenn das angeln, Mann. Genau. Wieder mal pinkt, man pinkt nichts. So ist es. Geht die ganze nach unten. Mhm. Und die waren da. Ich kann nichts erkennen, ne? Mega Alge. Nee, Hardy, kannst hochnehmen. Biss. Das ist definitiv einer. Also ein guter. Ja, Krebs. Oh, ein schöner dicker Krebs. Das sah sehr schön aus. Hätte deine Oma dir da draußen einen Eintopf gemacht oder was? Ja, so mein Topf. So, einen schönen Krebseintopf. Und du? Heute Abend schon mal Salat geholt, oder? Ah. Bist du gehabt? Mhm. Das ist gleich gelaufen und wieder hoch. Guten. Ja, ja doch. Da ist irgendwas dran. Hardy. Aber er ist noch nicht fertig, Ja, Hardy, ran da. Ja, der oh, ein Stint, Alter. Den haben wir hier noch nie gefangen, Hardy. Hardy, haben wir noch nie gefangen. Guck mal, wie der riecht. Weißt du, wie der riecht, Jungs? Der riecht nach Gurke. Gurke? Willst du den haben? Ja, natürlich. Kannst du mitnehmen? Schönes Ding, Petri. Dankeschön. Kannst gleich riechen, wenn wir den versorgt haben.
Ey, soll ich mal was sagen, Leute? Soll ich euch was sagen? Wir haben hier noch nie einen Stint gefangen. Und weißt du, was wir letztes Mal an der Oberfläche gesehen haben? Das waren alle Stinte. Gibt's gar nicht, ey. Nicht schlecht, Junge. Bruder, dickes Petri. Ja, das war Glück. So, JJ, zeig dir das. Wollt ihr halten, du? Achso, mal Hardy mit seinem ersten Stint. Ist ein erster, oder? Ja. Guckt euch mal den wunderschönen Fisch an. Ist ein Raubfisch, kommt in der Nordsee vor. Riecht sehr nach Gurke. Wir sind hier am Ems-Dollard-Fluss, Freunde. Und der Ems-Dollard-Fluss, der mündet in die Nordsee. Und die Stinte ziehen hier nach, um Futter zu fressen. Und ja, die haben wir letztes Mal gesehen und Hardy hat ihn jetzt rausgezogen. Wunderbar, mein Freund. Dickes Petri. Auch für den Chat. Ist so. Was haben wir da? Ja, ein Riese. Hey! So, den helfen wir jetzt nochmal eben schnell. Petri. Dann hier rein. Das ausmachen. Ja, so sehen sie aus. Wunderschöne kleine Aale. Nicht zu lange draußen halten, damit sie auch gut durchkommen. Es ist sehr heiß momentan. Und die Schleimhaut geht schnell kaputt. Oh, geil. Wir lieben es hier am Deich, ne? Pose ist weg. Aufgefangen, göttlich. Top, Jungs. Mädels, weiter geht's. Ah, die hat wieder Biss. Könnte sein, sieht so aus. Sieht so aus, sehr langsam auch. Warte, du hängst voll. Siehst du das hier alles? Warte. So, und jetzt? Genau, immer so halten am besten, aber geht. Ja. Und anzieht, anschließend. Ist weg. Aber da war was. Krebs. Hasein? Ja, wir wissen nie, was es ist, aber hier ist jetzt wieder ein Biss. Diesmal bei Ali. Ich kann nichts erkennen. Da ist er. Ja, wahrscheinlich, ne? Ziemlich langsam runtergezogen. Aber schon gutes Gespür dafür, Digga. Ganz unter Wasser, das Ding. Arschlang. Und? Oh, wieder ein Krebs. Schade. Ja, Montagen liegen alle. Hier wird noch fleißig rumgeknüpft, neue Köder auf die Haken gebunden. Die Flut ist gerade da. Ja, ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Was? Drei Aale, wa? Einer wäre erstmal gut. Aber kommt schon noch. Wenn nicht heute, dann morgen. Schon wieder bei Hardy Biss. Die Pose ist auf jeden Fall weg. Und es war ein Krebs. Wie findest du das? Nervig. Mann, es ist Krebs, kann man nichts machen. Man weiß nie, ob es Krebs ist oder nicht, weil beide gleichzeitig gut runterziehen. Ja, nochmal ein bisschen nachdrücken noch. Deswegen musst du immer ein bisschen mehr Band lassen. Dann musst du die Angel nämlich nicht weglegen. Weißt du, was ich meine? Guck, lass mal Band. Immer so, bis der Wurm komplett unten ist und dann kannst du die Angel so nehmen. Hier. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hast keinen Stress mehr. Einmal. Hast du nachgezogen? Nimm 9, der sieht scheiße aus, Hardy. Komm. Du musst noch einen Fisch fangen, Alter. Der ist gut. Guck mal, der ist richtig schöner Happen. Genau mundgerecht, Alter. Soll ich den Biggest Tentakel noch einmal? Ja, Logo, Junge. Biggest Tentakel ist der beste. Viel Glück, Junge. Ich guck gleich nochmal, wie du auswirst. Ja! Boah, Doppelbiss! Pass auf, der Aal liegt weg. Ja, aber der andere ist ein Aal. Der linke. Der, ja. Oder die treibt, ne, wenn du zu komischen Spann hast. Glaube ich aber nicht. Doch, die ist getrieben. Muss ein bisschen höheren Spann, weil die Flut so hoch ist. Ist zu kurz. Aber da ist noch eine Krabbe, ja. Oh, hier. Kam gerade wieder hoch. Hoffentlich ist es ein Aal, Mann.
Ja. Oh, Krabbe. Oh, übelst. Ja, die Krabben sind echt Überzahl heute. Zehnmal stramm mit der Kurbel und dann mach die Kurbel auf. Jetzt mach mal die Kurbel auf. Oh. Hast du ihn? Nee. Und das kalt lassen wir, kommt es wieder. Das ist ja sehr unterbinden. Wir sind auch einmal dahin gegangen direkt. Am Ballermann haben wir uns angeguckt und haben dann nicht trotzdem stramm. Weit geil! Schönes Ding! Ha, die Hammer! Gesehen, warum ist sie denn so weit unten? Der ist sogar maßig, mein Junge. Den kannst du wieder mitnehmen. Cool. Ja, Hadi hier, du ja. Bist schön am Aufräumen, wa? Hammer! Aal zeigen wir euch gleich. Meine Lieben, da nochmal ein schöner, maßiger Aal aus dem Ems-Dollard-Fluss. Wunderschönes Tier. Und das Geile an den Aalen ist, die sind vorgesalzen durch das Wasser. Das heißt, du musst dir nicht viel Würze geben. Du kannst dir eigentlich so eine Pfanne hauen und essen. Schmeckt mega gut. Petri, Digga. Petri. Okay. Auf was? Auf Tauwurm, oder? Ja. Top. Ja, Alis erster Fang heute. Salat und eine fette Krabbe. Richtig cooles Tier, ne? Was macht der wohl gerade? Hier, jetzt zieht sich gerade dein Wurm rein. Kann man genau sehen, Digga. Siehst du das? Genau. Wahnsinn. Mach schnell wieder rein. Vielleicht fängst du noch einen Aal. Zeit haben wir noch. Da ist mal ein Zander. Ich habe ihn gesehen. Zander? Nein, Spaß. Gibt's hier nicht. Süßwasserfisch. Meine beiden Engels. Moin. Na, na, na. Na, du kleine Sau. Na, du kleine Sau. Oh. Moin Mama. Hallo Björn. Alles klar. Alles klar bei euch auch? Ja, mhm. Alles super. Fische haben wir auch schon gefangen? Mhm. Nein. Ich schon eine Krabbe. Ist doch auch schon mal was, oder? Gut, oder? Krabbenfische. Mhm. Rein da. Rein da. Wie wiegt sie? 29 Kilo sind das. Ich muss warten, bis er einen. Aus? Du hast doch einen in der Hand, da musst du den werfen jetzt. Wenn sie den loslässt. Und los. Das war verkehrt. Das habe ich doch gesagt. Oh, yeah. Jetzt hast du natürlich ein Problem, was sie beide nie mitkriegt. Oh. Wieso hast du es denn so gemacht? Das solltest du warten, sie lässt ihn von selber fallen, den zweiten. Hat sie ja nicht. Oh, der ist weg. Ja, so ist das, wenn man sich mit Tim anlegt. Soll ich den wiederholen? Quatsch. Ali, Junge, hast du es geschafft? Ja, gekämpft, gekämpft, gekämpft. So schnell konnte ich ihn noch nicht filmen. So schnell hat er den Aal draußen. So schnell ging das, meine Lieben. Petri war Ali, bin stolz auf dich, Digga. Super gemacht, Junge. Weißt du, wie man das macht? Soll ich dir helfen? Top. Schön, schön. Ali, perfekt. Ich glaube, du hast wieder Biss. Leg ihn mal in die Tüte. Ah, da ist irgendwas wieder. Wie fühlt es sich jetzt an? Gut. Wieder besser, ne? Hast Köder wieder fertig gemacht? Und was angeln wir jetzt? Dendrobena, ne? Oder was hast du da? Ja, schön Dendrobena. Hast du ihn auch so gefangen, oder? Den Aal gerade? Sehr schön, Digga, siehst du. Aal auf 1000, glaube ich. Ja, ist doch gut. Top, Alter. Morgen, übermorgen müsst ihr auch nochmal hier. Dann habt ihr richtig was zu tun. Ja, auf jeden Fall. Fängt er jetzt erst an. Was? Das
habe meine ganzen Angeln gegeben. Ja. Muss auch mal. Ach so, du hast jetzt gar keinen echten mehr. Ja, Junge, da ist mein Bruder. Alles Fresche. In the Tash, Alter. Moin, Alter. Du bist mir breiter als drei Türsteher und größer ja. Auch, Junge. 2,10 Meter zehn, der Boy. Alles gut? Ja, Mann. Moin, moin. Hallo, Logo, Junge. Ich wollte heute nicht. Hadi und Ali haben Fische gefangen, ne? Das, was wir wollten, Alter. Auf jeden Fall. Hadi hat zwei Aale, glaube ich, und einen dicken Stint. Ja. Ali hat einen Aal und ein paar Steine. Hier, der Fisch, der nach Gurke riecht, dieser silberne. Ja, Mann. Die mistigen Mistkrebse, aber Fisch haben wir auch schon gesehen. Ich köder noch mal an, ein bisschen Wasser ist noch da, meine Lieben. Ja, da sind die Jungs schon wieder Mäuse suchen. Ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Gucken wir hinter uns. Jetzt ist bald Niedrigstand erreicht, die Ebbe ist da. Jungs, wie hat es euch gefallen? Gut. Habt ihr gute Fische gefangen? Ja. Da können wir auf jeden Fall noch mal, wir können noch mal was verbessern. Wir werden noch mal wiederkommen und dicke Aale ziehen. Und ihr beide habt den Auftrag, dass ihr morgen und übermorgen hier angeln geht, denn dann gehen die richtig dicken. Wisst ihr Bescheid? Und Leute, ihr habt den Auftrag, richtig schöne Kommentare da zu lassen. Ein bisschen Liebe für die beiden Jungs und für den Rest, der heute hier ist. Natürlich auch für Killer Slim. Checkt mal seine Musik aus, 267 Killer Slim. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hab euch lieb, haut rein, tschüss. Ihr seht schon, Freunde, Reserverad. Was ist denn passiert, meine Lieben? Ja, wir sind eben reingefahren. Das erste Mal auf unseren Sessions, dass wir einen Platten haben. Aber so wie es scheint, haben wir Ersatz dabei. Top, ich guck mir das mal an. Ja, wie gut, dass ich meinen Schnurbi dabei habe. Der Wagen ist schon mal hoch, Freunde. Das haben wir schon mal hingekriegt. Bei mir auch schon Jahre her. Oh. Und ja, bei der letzten Inspektion hat er den leider sehr, sehr festgezogen. Kriegt die Rattmuttern kaum los. Auch einen haben wir schon. Ja, die haben auch ein bisschen anderes Werkzeug, ne? Ja, die haben Pressluftschrauber. Aber ich habe auch heftiges Werkzeug. Ja. Kriegen wir alles hin. Aber ich bin gespannt, woran es da jetzt gelegen hat, dass wir Platten haben. Mal gucken. An irgendeinem Schrott, der wieder da rumgelegen hat. Weil es muss ja genau da passiert sein, weil es ja da weggefahren und dann ging er platt. Er war vorher ja nicht platt. Er ist ja während der Fahrt platt gegangen. Ja. Also. Aber wir haben zum Glück Ersatz dabei. Ja. Oh, was ein Pech. Ist doch wunderschön, sonntags gegen Abend, vor Feierabend, ne? Hast du richtig Bock drauf jetzt, oder? Kann ich nichts dazu sagen. Nee, ich bin wirklich fertig, Alter. Aber egal. War ein geiler Tag, ne, Freunde? Das muss man ja nochmal festhalten. Da kann man auch schon mal so einen platten Reifen in Kauf nehmen, oder nicht? Für die schönen Aale. So, wir sollen gucken hier. Extra gemacht? Ja, Freunde, wir haben den Fehler schon entdeckt. Oder JJ hat ihn entdeckt. Da ist die dicke Schraube. Aber richtig schön drin. Egal. Aber das ist schon komisch. Die muss genau hinterm Reifen gelegen haben, weil sonst, ja, wie komisch, soll er sonst reinkommen, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Soll ich den dran machen? Ja. Ja, Freunde, habe ich doch noch ein bisschen was aus der Jugendzeit mitnehmen können. Das ist schon echt lange her, aber ich weiß noch genau, welche Schritte ich machen muss. Wie geil ist das denn? Müssen wir den anheben und dann müssen wir genau aufs Loch sitzen. Da ist das Loch. Sitz. Festhalten. Dann ein bisschen nachziehen, bis ihr bei den Schraubenlöchern seid. Die sind nicht hier. Die sind da. Und dann setzt ihr den oberen schon mal rein oder den unteren, das ist egal. Dreht den ganz bisschen fest, das reicht schon. Damit er in Flucht bleibt. Dann setzt ihr die anderen alle nach. Dann müsst ihr nachher nochmal richtig nachziehen, richtig mit Kraft, richtig mit dem ganzen Körper drauf gehen. Weil natürlich hohe Kräfte auf dieses Auto wirken, wenn das bewegt wird.
Aber ja, das war jetzt schon der ganze Reifenwechsel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Ich habe euch lieb. Und ja, lasst auch ein bisschen Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.